In diesem Video programmiere ich ein Spiel für Maxify. Ihr habt ziemlich viele Kommentare geschrieben, dass ich das machen soll, deswegen warum nicht? Ich wollte schon seit längerer Zeit mal einen Fahrradsimulator programmieren und ich hatte gesehen, dass Maxify schon öfter mal Fahrradgames gespielt hat, deswegen perfekt. Ich habe also von null mit einem komplett neuen Spiel angefangen. Als erstes habe ich Wasser hinzugefügt, das kennt ihr vielleicht schon aus dem ein oder anderen Spiel von mir. Ja, sieht einfach nice aus. Als nächstes kam eine Plattform dazu, da muss er dann später mit dem Fahrrad drüber fahren. Wer kennt's nicht, eine Fahrradstrecke mitten auf dem Meer. Die Plattform habe ich dann so blau gefärbt, ist eigentlich voll die dumme Idee, weil der Himmel ist blau, das Wasser ist blau und jetzt auch noch die Plattform, also man sieht eigentlich nur blau in diesem Spiel. Habe ich aber später dann noch geändert. Dann wurde der Himmel noch richtig eingestellt, Nebel hinzugefügt, die Wellen ein bisschen niedriger gemacht, weil die waren einfach viel zu hoch und dann hatte ich schon eine einigermaßen gute Umgebung für mein Spiel. Als nächstes kam auch schon das Wichtigste, nämlich der Spieler, Maxify natürlich, in 3D. Das hat natürlich nicht ich gemacht, sondern wieder mein krasses Team an 3D-Profis, also eine Person. So sah der dann aus, als er fertig war. Ist schon richtig gut geworden, finde ich. Der brauchte jetzt logischerweise noch ein Fahrrad, dafür haben wir einfach eins ohne Copyright aus dem Internet runtergeladen und ihn draufgesetzt. Fertig. Ja gut, das Fahrrad konnte man natürlich noch nicht steuern, also man konnte eigentlich gar nichts machen. Deswegen habe ich noch schnell eine Steuerung programmiert, also ich dachte, es würde schnell gehen. Das hier war dann die erste Version der Steuerung, auf jeden Fall sehr realistisch. Aber wenigstens sah das Wasser gut aus, wenn man reingefallen ist. Hier wurde es dann langsam schon besser, die Betonung liegt auf langsam. Zumindest konnte man das Fahrrad schon einigermaßen normal steuern und auch springen. Damit das funktioniert hat, habe ich mich ein bisschen am Code von anderen Leuten, ich sag mal, inspirieren lassen. Als Test habe ich hier auch eine kleine Rampe erstellt, über die man springen kann. Sehr wild. Ach ja, und man konnte einfach unendlich oft springen. Sowas sollte man vielleicht auch beheben. Das Fahrrad hatte ja jetzt schon Animationen, nur der Spieler noch nicht. Sah ein bisschen komisch aus, deswegen kam das jetzt als nächstes. Hier war das Problem, dass der Spieler zuerst zu klein war und mit den Händen nicht bis zum Lenkrad gekommen ist. Also die Animationen haben alle schon funktioniert, aber ja, ihr seht es ja selbst. Als ich die Größe dann aber richtig eingestellt habe, war es sozusagen perfekt. Um das Ganze besser zu testen, habe ich den Parcours noch verlängert mit Rampen oder Sachen, über die man drüber springen muss, zum Beispiel solche Würfel. Und es war gar nicht so einfach, diesen Parcours zu erstellen, weil ich richtig schwer einschätzen konnte, ob jetzt irgendwas viel zu schwer ist oder einfach viel zu einfach. Und dann habe ich noch viele Sachen aus dem Paluten-Game kopiert, zum Beispiel die Pendel. Die waren einfach zu nice. Fallende Plattformen und diesen Mario-Tunnel. Aber ich habe auch noch ein paar andere neue Sachen hinzugefügt, zum Beispiel das hier. Und Riesenrampen. Und bei diesen Rampen konnte man richtig coole Tricks machen, zum Beispiel Saltos, Drehungen. Man bekommt aber leider keine Punkte für die Stunts, ich war zu faul, das zu programmieren, aber vielleicht mache ich das mal in einem weiteren Teil. Aus all diesen Sachen habe ich dann ein, mal wieder, viel zu schweres Level erstellt, das man schaffen muss. Okay Leute, schauen wir doch mal, ob ich es schaffe, mein eigenes Spiel durchzuspielen. Da drüben ist das Ziel, also wir haben noch einen kleinen Weg vor uns. Hier ist auch schon die erste Rampe, deswegen würde ich sagen, wir probieren hier gleich mal einen kleinen Stunt. Oha, Junge, einen 360 einfach. Wie hat das jetzt bitte geklappt? Ein 360 ohne einen Rückwärtssalto? Das war doch mal, das war einfach richtig krank gerade. Die Kugel ist gar nicht so einfach, aber das hier geht, glaube ich, ziemlich einfach. So. Nein! So, ich muss ganz gerade drauf springen, damit wir hier nicht die Kontrolle verlieren. Nicht die Kontrolle verlieren. So, zack, hier auch wieder ganz gerade drauf. Nein! So, und wir springen einfach ganz gerade von der Kugel wieder runter und wir haben es geschafft. Perfekt. Okay, jetzt kommt hier dieser Pfad, wo man hin und her fahren muss. So, hier der Profi am Start, Salto im Stand. Ich meine, wer kann das bitte nicht? Nein! Ah, okay. Diese doofen Pendel, warum habe ich die überhaupt hinzugefügt? Ich hätte die einfach in dem Paluten-Game lassen sollen und nicht... Okay, ich versuche jetzt mit einem Wheelie hier durchzufahren, weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man das schaffen kann. Lol. Oha, ich habe es geschafft! Okay, hier gab es einen Checkpoint, deswegen easy. Jetzt kommt hier diese fallende Plattform, also die fällt nach unten, sobald man sie berührt hat. Nein! Boah, okay, ich habe es geschafft. Das war irgendwie mega knapp, aber ich habe es geschafft. Dann dieser Tunnel, dieser Mario-Tunnel. Jetzt wird es aber wieder ein bisschen schwieriger, nämlich diese komischen Schiebeteile. So. Nein, 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 nein. Okay, man muss bremsen und weiterfahren. Bremsen und
Okay, das war irgendwie einfacher als gedacht. Als nächstes dann über dieses Rohr drüber, das ist auch mega einfach. Zack. Und wir haben das Spiel durchgespielt. Yes. Salto, dann eine Drehung und bam und... Ja, also wenn man gut ist, dann kann man hier halt ein paar Tricks machen. So, doppelter Salto. Ist gar kein Problem. Also ich glaube, zwei Drehungen sind dann doch zu schwierig. Bam! Boah, ich hab's geschafft! Zwei Umdrehungen! Alter Schwede! Okay, ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffen kann. Jetzt doppelter Salto. Geht das? Geht das? Ich glaube, das hat nicht funktioniert gerade. Ja, falls Maxify das Video hier sehen sollte, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich bin gespannt, wie du es findest. Link dazu ist auch in der Beschreibung, also das Spiel kann man tatsächlich auch spielen. Ansonsten schickt das Video gerne an Maxify, damit er es sieht. Und schaut euch das Video hier an, hier habe ich Spiele getestet, die Zuschauer programmiert haben. Die Map ist einfach nur nice. Nein! Ich dachte eigentlich, ich schaffe das, aber...